Ich werde relativ häufig gefragt, ey, wie werde ich zu so einem wirklich ausdrucksstarken Menschen, der andere Menschen begeistern kann, der sie einfach mitreißt, wo die Leute einfach gerne Kunde werden. So, und das machst du am allerbesten, wenn du dich in eine Aufwärtsspirale reinversetzt. Ja, wenn du dich Stück für Stück immer weiter und weiter und weiter in positive Referenzerfahrungen reinbringst. So, und ich stehe hier neben dieser geilen Awardwand, wo wir sehr, sehr schöne Awards von sehr, sehr geilen Typen und Mädels dranhängen haben. Ja, die alle sechsstellige, fünfstellige Umsätze erreicht haben. Und das machen wir unter anderem, um unsere Kunden zu belohnen, um sie natürlich auch anzuspornen, aber auch um sie in eine positive Aufwärtsspirale reinzuholen. Ja, weil wenn du dir ständig bewusst machst, dass du selbst ein geiler Typ bist, dass du schon bestimmte Umsatzzahlen erreicht hast, dass du schon was Bestimmtes erreicht hast im sozialen Bereich, schon jahrelang eine Beziehung hast mit deiner Freundin, dass du einen riesen geilen Freundeskreis aufgebaut hast, dass du schon so und so viel Kilo abgenommen hast, dass du so und so viel Muskeln aufgebaut hast. Egal in was für einem Lebensbereich, musst du dir immer selbst klar machen, dass du, auf gut Deutsch gesagt, ein geiler Typ bist, bei dem andere Menschen auf jeden Fall was zu gewinnen haben. Ja, wenn sie mit dir Zeit verbringen, dann gewinnen sie automatisch in jedem anderen Lebensbereich auch. Also es gibt eigentlich zwei sehr, sehr wichtige Mindsets. Nummer eins, du bringst dich immer in eine Aufwärtsspirale. Ja, du knüpfst immer an den letzten Erfolg an, den du eigentlich erst hattest und ziehst daraus das Selbstbewusstsein. Ja, und aus der ganzen Reihe, die du schon in deinem ganzen Leben hattest. Was hast du in deinem Leben schon alles geschafft, was andere vielleicht nicht geschafft haben, weshalb du die Berechtigung hast, anderen Menschen was beizubringen? Schreib dir das meinetwegen auf, damit du mehr Selbstbewusstsein bekommst. Und der andere Punkt ist, hör auf, Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht mal nicht optimal gelaufen sind, ja, wo du mal Zeit verschwendet hast, wo du mal einen Fehler gemacht hast, als genau diesen zu sehen. Hör auf, Dinge in der Vergangenheit als Fehler zu betrachten. Natürlich sollst du von Aktivitäten, die du unternommen hast, die jetzt nicht so optimal gefruchtet haben, lernen und sollst es in der Zukunft dann schlauer machen. Ja, wenn du Verkaufsgespräche geführt hast, die absolut Schrott waren, dann solltest du das nächste Mal vielleicht dir mal beibringen lassen, wie es richtig geht. Aber hör auf, irgendwas in der Vergangenheit als Fehler zu betrachten, weil das führt genau dazu, dass du dir selbst Zweifel einredest. Dass du nicht mehr weißt, okay, ich habe schon mal einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt noch mal einen Fehler mache oder wenn ich noch mal handle, wird es vielleicht wieder ein Fehler. Ja, also die meisten Menschen haben Zweifel und haben dann Angst und handeln deswegen nicht und bekommen keinen Umsatz, bekommen keinen besseren Körper, bekommen was weiß ich was alles nicht, weil sie Angst haben, den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen hör auf, irgendeinen Schritt in der Vergangenheit als Fehler zu betrachten. Dann hast du auch keine Angst mehr vor dem nächsten Schritt. Dann kannst du kontinuierlich immer neue Schritte gehen und ziehst dir immer wieder Selbstbewusstsein aus dem letzten Schritt, den du gerade gegangen bist.